Ich glaube, ein sehr gerechtes Unentschieden. Ich glaube, für uns war es extrem wichtig, dass wir nach den 6 Dingern, die wir gefressen haben, dass wir wieder zu Null gespielt haben, dass wir hinten stabil waren, auch mal wieder ein paar Bälle gekratzt haben und so, und dass das einfach uns ein gutes Gefühl geben muss. Ich glaube, die Stimmung ist schon gut. Ich glaube aber, jedem ist bewusst, dass wir wieder angreifen wollen, dass wir nach vorne wollen dass wir am Wochenende auch ein schweres Spiel vor uns haben und dass wir aber auf jeden Fall die Chance haben auf 3 Punkte. Einfach, dass wir gut kompakt zusammenstehen, dass wir auch dann aus dieser Kompaktheit nach vorne verteidigen können. Und ich glaube, das ist ja auch unser Spiel, was uns auszeichnet. Dass wir da einfach täglich dran arbeiten und dass wir natürlich auch Lösungen mit dem Ball suchen. Und so war unser Training heute. Ich glaube, dass wir eine sehr hohe Trainingsqualität haben, auch also zu jeder Zeit. Ich glaube, dass die Jungs, die jetzt am Wochenende dann ran dürfen, für die 2 extrem brennen, dass die Bock haben, dass die sich auch freuen und dass die das auch sehr, sehr gut machen werden. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass wir dass wir auch uns gleich klar oder dass uns klar sein muss, dass wir gleich von Anfang an richtig dagegen halten müssen, weil sonst wird es da, glaube ich, ganz schwer. Das sind, gute Fans, gute Energie, glaube ich, dort. Aber trotzdem, wenn man da von Beginn an gleich dagegen hält, dann wird es für die auch immer schwieriger. Und ich glaube, so müssen wir es angehen, dass wir da von Beginn an einfach wach sind und gleich da sind.